Bahnland Bayern. Und damit begrüße ich euch herzlich aus dem Nicht-Bahnland Nordrhein-Westfalen. Und wir fahren heute die Baureihe 146, Lokomotive 246-4. Sind hier auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr unterwegs und fahren einen Regionalexpress. So, die Türen haben wir schon aufgemacht. Da werden die Fahrgäste jetzt gerade reingelassen. Machen wir noch die Zuglichter an. Gehen mal hier auf dieses Display. Das passt alles soweit. Lüfter automatisch. Dann schalten wir uns noch die Zugsicherungssysteme hinzu. Wir nehmen die LZB, PZB und SIFA mit rein. Dann hier unten machen wir uns noch die AFB an. AFB, AFB, AFB. Und gehen auf zunächst 40. Die Türen können wir auch gleich schon schließen. Legen wir mal kurz die Bremsen an. Beziehungsweise die Lokbremse. Spitzensignale sind auf normal. Instrumentenbeleuchtung. Ja, allerdings möchte ich die Führerpultbeleuchtung aushaben. So, dann geben wir den Schließbefehl. Dann lösen wir die Federspeicher, Quatsch, die Lokbremse und dürften fahren. So, Bremsen werden gelöst. Na? Doch nicht. Hallo? Jetzt. So, dann befreien wir uns mal aus dem restriktiven Modus und dürfen dann auch direkt die 120 fahren. Also gehen wir mit der AFB hoch auf die 120. Ja, das Repaint ist aus dem Transim Community Forum. Link dazu in der Videobeschreibung. Hier geht es, glaube ich, nach Gelsenkirchen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier steht, glaube ich, so ein großer Club, wenn ich das richtig im Kopf habe. Warum fallen wir eigentlich gerade? Okay, komisch. Das ist so ein großer Club, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und oben ist noch so ein Fußballfeld auf dem Dach. Das ist eigentlich ziemlich cool. So, 160 können wir dann einstellen. Das ist die 146 aus dem Dresden-Riesa-Add-on. Und wie ich dann jetzt auch herausgefunden habe, anscheinend kann man statt der 146 aus der Main-Spessart-Bahn auch die 146 aus Dresden-Riesa sehr gut hierfür benutzen im Fahrplan. Das lässt sich also machen, das ist ziemlich cool. Hier steht in Realität noch ein Zaun. Der fehlt hier leider. Und da links ist dann der Abzweig über die S-Bahn-Strecke über Essen-Steele. Ja, ihr merkt es schon, das ist praktisch meine Heimatstrecke hier.
Ich kenne mich bestens auf der gesamten Strecke hier im Transom World aus, tatsächlich. Also wirklich komplett von Duisburg bis Bochum alles schon mal irgendwo lang gefahren. Also natürlich als Fahrgast, ich bin kein Lokführer. Offensichtlich. Die Lokführer unter euch werden schon gemerkt haben, dass ich keiner bin. So wie ich fahre. Würde ich sagen, zieh mir mal die Lokbremse, die E-Bremse an. Und nehme mal Luftdruck mit dazu. Wir wollen ja nicht übers Ziel hinausschießen. Hier in Scheid. Duisburg Hauptbahnhof. Können wir hier eigentlich irgendwas anderes schildern? Okay, Kreil wird eigentlich groß geschrieben. Wattenscheid. Ja, nehmen wir Duisburg. Haben wir das jetzt auch auf der Lok? Nö, komisch. Achso, wir müssen das noch bestätigen, ne? Okay. Immer noch nicht. So, Tür zu. Hier übrigens, diese blaue Fläche, dieses große Gebäude ist praktisch neben der A40 und hier an diesem Gebäude ist da irgend so eine Art Werbung, die im Design eines Autobahnschildes ist. Ich weiß nicht mehr genau, was hier drauf steht, irgendwas mit Wasserstoff oder so. So, nächster halt Essen Hauptbahnhof. Gucken uns gleich noch in Essen mal das Street Paint ein bisschen näher an. Das ist nämlich richtig schön. Das ist sehr, sehr detailliert. Ich kann es euch nur empfehlen. Klar fährt dann auf Dresden-Riesa diese Bahn an Bayern-Lok rum, aber ganz ehrlich, mich stört das nicht. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, wenn da einfach ein bisschen Variabilität mit reinkommt. In echt fahren ja auf dieser Strecke nicht mal 146 zwei Loks, sondern 146.1.0. Ja, 0, glaube ich dann, ne? Von daher ist das eh
jetzt nichts so schlimm. Für mich zumindest. Kann sein, dass es unter euch vielleicht irgendjemanden gibt, der da vielleicht sagt, okay, nee, das ist mir zu wenig Realismus. Das kann gut sein. Die Meinung kann man ja auch gut und gerne haben. Daran ist ja auch nichts falsch. Aber ich finde, ja, es erhöht schon den Spielspaß, wenn man dann nicht immer nur die verkehrsroten Loks sieht, sondern auch mal so ein Repaint. So, die Ankündigung auf 140. Ah, ist das nicht so, dass man in Essen Hauptbahnhof immer auf mit der falschen Geschwindigkeit einfährt, weil man da hier im Transit World über eine Weiche geleitet wird, über die man eigentlich nur mit maximal 60, glaube ich, fahren darf, aber das wird einem nicht signalisiert, sodass man da mit 100 km/h durchbrettert? Ich meine zumindest, dass doch sowas war. Jetzt hier hinter diesem großen Abstellbereich, an dem wir jetzt vorbeifahren werden, ist diese Weiche ganz kurz vor Einfahrt. Und wenn wir tatsächlich, glaube ich, auf Gleis 1 oder auf Gleis 2 einfahren, dann nimmt man immer diese Weiche, aber der Transit World signalisiert halt einem nicht, dass man da viel langsamer eigentlich drüber fahren muss. Also der bestraft da einen auch nicht. Es ist nicht so, als wenn man dann eine Zwangsbremse oder sonst was bekommt. Oder aus dem Gleis fliegt. Es fühlt sich einfach nur sehr unangenehm an, mit so einer hohen Geschwindigkeit da drüber zu fahren. Daher gehe ich mal langsam mit der Geschwindigkeit runter, während sich die nicht ganz vollständige Skyline von Essen Hauptbahnhof bzw. von Essen vor uns aufbaut. Also hier fehlt halt echt einiges, was die Skyline angeht. Das ist schon schade. Hallo, das ist, könnte die S6 sein, vielleicht? Ja, hier diese Weiche war das, glaube ich. Ne, sind wir auch schon wieder viel zu schnell drüber gefahren. Aber es wird halt einem nicht signalisiert. So, Gleis 2. Türen auf. Und dann gucken wir uns mal das Repaint an. Ja, also wir haben hier die 146 von Bahnland Bayern. Der Freistaat macht's möglich. Bahnlandbayern.de. Zeit für dich. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht mit dem Livery Editor. Das wird sehr viel Zeit gekostet haben, das so hinzubekommen. Sehr, sehr viel Zeit. Auch hier diese ganzen Details sind vorhanden, die ganzen Bremsgewichte, hier die UIC-Kennung. DB Regio Bayern Nürnberg. Hier sogar noch dieses Ronco-Symbol. Also wirklich ganz große Klasse.
So, was haben wir hier noch? Eine 425, das ist die RW33, die hier steht. Mit der fahre ich auch regelmäßig. Allerdings fährt da jetzt mittlerweile keine 425 mehr, sondern eine Grinsekatze. Ich habe die Baureihenbezeichnung vergessen. Das ist hier dieser Alstom Coradia Continental oder so heißt er, glaube ich. So, Bremsen lösen. Und Leistung aufschalten. Na gut, also Essen sieht halt definitiv anders aus hier. Ganz anders. Aber die Seite ist dafür in Ordnung. Also hier dieses Gebäude, das ist von der Postbank. Das hier ist von DB Schenker. Vergleichsweise neues Gebäude. Das stimmt. Huch. Auf der Rückseite hier umgucken. Ah ja. Ah, nicht schlecht. Hier fehlt zwar auch ein bisschen was, aber es ist okay. Hier ist so ein Zaun mitten im Gleis, so ein Baustellenzaun. Ja, sei still. So, ab hier dürfen wir noch 130 und direkt hinter dieser Kurve dann auch, glaube ich, 160. Ja, 160. Gehen wir einfach direkt hoch. Hier das S-Bahn-Werk. Stehen viele 422er rum. Viele Flirt 3XL-Züge von Abellio stehen da rum. Viele Dieseltriebzüge der Nordwestbahn stehen da rum. Die fahren auf dem RE14, glaube ich. Ja, das war die RB33. Hier vorne fahren wir an Essen-West vorbei. Dieses Gebäude ist eine Eissporthalle. Hier vorne dann Essen-Frohnhausen. Habe ich ja schon, glaube ich, häufig immer mal wieder so in den ganzen Videos ja alles mal erzählt, überall darauf hingewiesen, was was ist. Wie gesagt, ich kenne mich halt hier einfach ziemlich gut aus. Ich war noch heute genau hier unterwegs gewesen auf dieser Strecke. Von daher weiß man da schon etwas. Dieser Fußballplatz, da kommt mir ehrlich gesagt aber nicht bekannt vor. So, nehmen wir mal die Leistung raus und lassen jetzt einfach nur rollen. Und die Ankündigung für 130. Nehmen wir da die E-Bremse. Oh nein, Moment, hier ist ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Nein, 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 diesmal nicht. Ich weiß doch, dass hier irgendwo einer ist. Der hat mich schon oft genug gekillt.
Über die Brücke bin ich, glaube ich, mal gefahren. Hier links, ne, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, das ist eigentlich gar keine richtige Straße, sondern eine Fahrradstraße. Der Radschnellweg, so heißt er, glaube ich. In Anlehnung an den Ruhrschnellweg. Hier war, glaube ich, der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Hahaha. Oh, wir fahren ein bisschen zu schnell ein in den Bahnhof. Das passt. So, nehmen wir mal die E-Bremse. Und hier vorne haben wir die S1 nach Dortmund. Was wir ja auch ganz cool haben, wir können ja jetzt mittlerweile direkt das Stellwerk kontaktieren, bei den Fahrzeugen auf Dresden-Riese, indem man einfach auf dieses Telefon hier draufklickt, statt dieses Menü hier aufrufen zu müssen, und das ist schon ziemlich cool. Okay, dann würde ich sagen, Türen können wir jetzt mal schließen. Signal steht nämlich schon auf Fahrt. Lösen wir die Lokbremse. Und schalten langsam Leistung auf. So, 130 dürfen wir fahren. Stellen wir das mal ein in der AFB.
Das müsste ein Stürm sein. Was ist das West? Stürm, glaube ich. Ist doch nicht so wichtig. Steigt eh keiner aus und ein. Aber wir dürfen wohl etwas schneller fahren. 150. Also hier rechts in diesem Bereich, in diesem Güterbereich hier, ist nicht so viel abgestellt in Realität. Aber ab und an sieht man mal doch so ein paar Rungenwagen, die meistens irgendwelche Schläuche oder Röhren, genau Röhren geladen haben. Das kann man tatsächlich hier häufiger beobachten. So, ab hier dürfen wir 150. Achso, wir durften die ganze Zeit schon 150, stimmt. Das hier sind die Gleise nach Oberhausen. Und die kommen jetzt gleich hier vorne, führen die praktisch zusammen. Genau, die kommen dann hier praktisch als Überwerfung drüber. Oder war das schon hier? Nee, ne? Nee, Moment, das war noch gar nicht. Doch. Oder? Oh, wir sind so schnell. Ja, doch, das waren vorhin die Gleise nach Oberhausen. Ja, Siefe. Und wir haben halt zu erwarten. So, 500 Hertz Magnet ist jetzt an.
Bahnsteigkante. So, ich wollte mich mal hier vorne mal ein bisschen umgucken, wie das eigentlich hier so aussieht. Ah, schade, hier vorne steht irgendwo immer so ein altes Formsignal. Das wäre super cool, wenn das im Spiel mit drin wäre, aber okay. Das hier links ist dieses Betriebswerk von Abellio. Oh, ziemlich laut. Okay, hier wird das Ganze dann ein bisschen unrealistisch und verläuft einfach ins Nichts. Aber theoretisch geht es dann in diese Richtung nach Krefeld. So, die beziehungsweise, ja doch, ja, genau, so Richtung Krefeld. Hier diese Gleise, das sind natürlich viel, viel mehr in Realität. Laufen dann Richtung Düsseldorf. Das hier ist, glaube ich, ist das eine Autobahn oder nicht? Ich glaube, es ist keine Autobahn. Genau. Aber schnell weg von hier. Hier sollen wir gar nicht sein. So, dann würde ich sagen, mit diesem Bild. Na. Wo sind wir? Da sind wir. Dann würde ich sagen, mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch. Danke euch fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.